Herzlich willkommen bei Darf Das Game Test Video. Heute ist Brawl Stars dran und Papa ist mit dabei. Hallo, ich bin schon volle Pulle gespannt auf das Klopp-Spiel. Hier seht ihr die Brawler, die wir schon gezogen haben, aber keine Sorge, wir fangen dann nochmal von ganz vorne an. Also gut, ich will auch alles genauestens sehen. Oh, der sieht gefährlich aus. Wir fangen mal mit Shelly an. Das ist die Anfangs-Brawlerin. Okay. Ist sie noch harmlos oder kann sie einem auch schon ganz schön eins ziehen? Sie kann einem auch schon ganz schön was ziehen. Okay. Let's do this. Los geht's, oder? Ja. Oh, oh. Mit dem blauen Hebel steuert ihr, mit dem roten schießt ihr und das Gelbe da unten, was noch nicht gelb ist, also der Totenkopf, der wird gelb mit der Zeit, wie viel ihr abschießt, das seht ihr. Und wenn der voll ist, könnt ihr voll reinballern. Alter Schwede. Da geht voll die Post ab, oder? Ja. Und ich glaube, ich habe vorhin schon gefragt, aber es gibt keine Gesundheitspunkte, oder? Nein. Jetzt haben wir die Ulti. Was war die Ulti nochmal? Das Gelbe mit dem Totenkopf. Okay. Da los seht geht's. Ihr sie, da seht ihr sie. Oh oh. Da seht ihr sie. Alter Schwede. Mit der Ulti ist nicht zu spaßen, oder? Nee. Ich weiß, auch gar kein Gras mehr wächst, wenn man damit irgendwo hinbrettert, oder? Ja. Jetzt haben wir schon wieder die Ulti. Hm. Oh, gleich ist die Runde vorbei, oder? Ja. Vorbei. Und wir haben gewonnen. Yippie. Weiter geht's, oder? Ja, jetzt seht ihr, was ihr bekommt. Wow. Wann kriegt man einen neuen Brawler? Die kann man ziehen oder im Trophäenfach holen. Kriegen wir jetzt schon einen? Mhm. Okay. Was machst du? Das jetzt? Ist der Trophäenfach. Oh, okay. Und wir haben eine Brawlbox, da kann man einen Brawler ziehen. Wir haben Powerpunkte gekriegt, oder? Jetzt? Und man kann sie upgraden. Okay. Sind sie dann noch kräftiger? Ja. Können sie noch doller draufkloppen dann? Mhm. Und haben mehr Leben. Okay. Oh, da sieht man die ganzen Brawler, oder? Ja. Es gibt eine ganz schöne Menge. Und viele sehen auch aus, als ob mit ihnen nicht gut Kirschen essen ist, oder? Mhm. Boah, sind das viele. Ja. Der sah besonders gefährlich aus eben. Ja. Oh oh. Das war Frank. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in Brawl Pass. Okay. Machst du jetzt? Wie kann man Münzen ziehen? Okay. Und jetzt? Wir brauchen noch eine Runde. Okay. Kann man auch verhandeln und sich friedlich einigen da? Nee, man kann nur draufhauen oder auch zu bleiben. Ja. Klopp oder geh weg, oder? Ja. Oh. Boah. Let's go get him. Kann man in das Loch in der Mitte auch reinfallen? Nee. Okay. Da kommen nur Juwelen raus. Wie heißt das mit dem Dreieck nochmal? Ulti. Okay. Oh oh. Manchmal muss man auch in Deckung bleiben, oder? Ja, auf Brawl Stars haben mich gebracht. Jaap und Marv, meine Schulkumpel. Wow. Das sind bestimmt auch mega Brawl Star Fans, oder? Ja. Die Luzi ab. Oh oh. Sieht nicht so gut aus für uns, oder? Ja. Die blaue Anzeige haben, sind wir, wie viele Juwelen wir haben, und die rote Anzeige
rechts zeigt an, wie viele Höhen die Gegner haben. Okay. Aber eben ist irgendwie ein bisschen zur blauen Anzeige dazugekommen. Ja. Wie kommt das? Wenn man Juwelen sammelt. Oh, okay. Ah, wir haben ein bisschen, sind in einem bisschen besseren Zustand. Aber es wird hart gekämpft. Wir sind noch besser. Wirkt nicht schlecht gerade, oder? Wir hauen voll drauf. Wir haben... Schon down. Oh. Mm. Gleich ist die Runde vorbei, oder? Jetzt hat das Gegner noch geschossen. Oh, oh. Gleich ist der Countdown vorbei. Uns hat geschrottet. Ja. Let's go get it. Aber nicht aufgeben bei Brawl Stars, oder? Ja, man kann auch Minus-Trophäen bekommen. Minus-Trophäen? Was ist mit Minus-Trophäen? Wenn man schlecht gebrawlt hat. Kriegt man eine abgezogen? Ja. Einen weggenommen aus dem Spiel? Mein Kumpel Jav, der ist schon so gut hat die Brawler abgegradet, der hat mal 8 Trophäen Abzug bekommen. Alter. Jetzt geht's in eine neue Runde, oder? Ja. Oh, da kommt sie. Oh, oh. Oh, je. Oh, du warst ja eben aus dem Spiel raus, oder? Ja, weil ich gestorben bin. Aber man kann neu werden. Man kann auch das Sauer-Symbol einblenden, oder? Ja. Mit Rot ist stocksauer, oder? Ja. Oh oh, jetzt geht's Kloppe, oder? Mhm. Der darf da Frau rein. Gewalt ist keine Lösung, steht da nicht so im Vordergrund bei diesem Spiel, nee, oder? Gewalt ist die Lösung bei dem Spiel. Aber im realen Leben natürlich nicht. Also wenn auch jemand auf dem Schulhof beleidigt, würde ich nicht sofort irgendwas anhören. Nein, nicht sofort. In Brawl, das ist ein anderes Motto. Erst draufhauen, dann fragen. Ja. Erst draufhauen, dann entschuldigen, sagen ich so. Okay. Bin gespannt, wie diese Runde ausgeht. Er wird wie immer gekämpft, bis aufs Messer. Ja. Bis zum letzten Keks. Wir haben Countdown. Wann startet der Countdown immer? Wenn man über 10 kommt, genau 10. Alles klar. Das heißt 10 Edelsteine sammeln, oder? Ja, Juwelen. Okay. Und wenn man dann bis zum Countdown endet, überlegt, hat man gewonnen? Ja. Okay. Dann ist das Brawl vorbei. Okay, langsam steige ich da durch. Brawl vorbei. Ich bin Starspieler. Hm, nicht schlecht. Vielleicht sollte ich auch mal eine Runde mitkloppen. So, und jetzt? Haben wir einen neuen Roller? Und Münzen, oder? Ja. Wow. Oh. Neuer Roller, Nita. Jetzt bin ich gespannt, wie der ist. Welches ist der beste Roller? Oder gibt es verschiedene, die gut sind? Okay, was kann der machen? Weiß ich noch nicht, den habe ich noch nicht. Okay. Muss man sich erst mühsam erkloppen, oder? Mhm. Los geht's. Ist das immer das einzige Ziel, 10 Juwelen sammeln und dann hat man gewonnen? Es gibt auch noch andere Level, aber die muss man sich freischalten. Okay. Die man mehr Spielen Mädchen auch Brawl Stars? Natürlich. Wirklich?
Ich kenne nur keine. Boah. Jetzt hau ich voll drauf. Nitas Ulti ist, dass er ein Bär auf andere hetzt. Ein Bär. Kann einem schon ungemütlich werden, oder? Okay. Der schießt Bälle. Bin gespannt, wer diese Runde gewinnt. Oh, jetzt sind sie sauer. Der eine hat dann den Sauer-Smiley eingeblendet. Aber sieht gut aus für uns. Wir haben 10 Edelsteine, oder? Der Countdown läuft. Für uns. Ja. Aber sind die anderen sauer, oder? Aber wir müssen sie behalten. Okay. Vorbei, wir haben gewonnen. Yippie. Boah. Jetzt bekommen wir richtig viel. Alter Schwede. Das war nicht schlecht. Kriegen wir jetzt noch einen Brawler? Man weiß es noch nicht. Okay. Powerpunkte. Und ein Brawler. Boah, kann der Giftflaschen schmeißen? Ich spiele Brawl Stars auf dem Handy. Normalerweise, da bin ich schon richtig, richtig weit. Das kann mein Kumpel ja bezeugen. Oh. Aber jetzt habe ich es mir kurz aufs iPad geladen fürs Video. Okay. Und ich habe auch noch Ja gesagt. Dann mal los. Ins Brawl. Los geht's. Ja. Mal gucken, wie der sich schlägt. Barley wirft Giftflaschen. Das sieht auch richtig ungesund aus. Ist es auch. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben überhaupt nichts anderes zu tun, als Brawl Stars zu zocken. Wir haben auch anderes zu tun. Ja. Also wir haben ehrlich gesagt eine ziemliche Menge anderes zu tun, aber manchmal ist eine Runde Zocken zwischendurch eben auch nicht schlecht. Zum Beispiel so wie bei Slither. Lässt oder einen auch nicht los. Minecraft. Genau. Oder Hill Climb Ranken. Genau. Und weiter geht's. Ja. Oh oh. Das sieht schlecht aus für die rote Truppe, ne? Ja, wir haben eine Juwele mehr. Mal sehen, wie der Brawl ausgeht. Jetzt sieht es sogar noch viel besser aus. Genau. Haben wir jetzt 8? Wir haben jetzt so viele wieder stehen. Gleich haben wir 10. Ja. Dann werden sie wieder ein langes Gesicht machen am Ende. Hä? Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir sie nicht verlieren. Genau. Wir dürfen sie auf gar keinen Fall verlieren. Können sie einem etwa auch abgenommen werden? Sie können einem auch abgenommen werden. Wenn mal jemand... Und wir haben sie verloren. Oh nein. Mist. Und jetzt? Und jetzt und jetzt? Jetzt müssen wir versuchen, sie wieder einzuholen. Nein. Das kann ewig dauern. Mal ist man die Taube, mal ist man das Dach, oder? Ja. Oh. Ah, wir haben schon wieder 9. Countdown. Wir haben die Ulti. Wir haben sogar 12, oder? Jetzt sind wir tot. Oh je. Aber wir haben schon nur keine Juwelen. Okay. Und das Brawl ist vorbei. Okay. Wir haben sie, also 8 plus 8, 10. Wie? Sieht auch schon so richtig ungesund aus, diese Flasche, oder? Ja. Wir haben plus 10 Juwelen. Okay. Und ein neues Ereignis, also ein neuer Level. Den schalten wir gleich frei. Da konnte man einen Code eingeben eben, oder? Ja. Jetzt einfordern. Okay.
Den können wir gleich mal testen. Aber den testen wir mit Nita. Oh, da kann man auch gucken, ob man ihn einzeln oder zusammen spielen will. Okay, jetzt, ich glaube, wir spielen zusammen, oder? Ja. Aber mit Nita. Und go! Bin ich gespannt. Los geht's. Oh, oh. Jetzt geht's los. Rein ins Getränke. Und die Rosa greift mich an. Du hast der Brawler. Sau. Wir haben verloren. Nein. Man kann nicht immer gewinnen, oder? Nee. Zum Glück haben wir keine Minus-Trophäen bekommen. Gott sei Dank. Da kann man die Clubs sehen, oder? Ja. Und Freunde, aber wir haben noch keine Freunde. Okay. Und jetzt? Was kommt jetzt? Ah. Könnt ihr euch das mal kurz durchlesen? Falls es euch interessiert. Können wir noch mal gucken, was es sonst noch so im Spiel zu sehen und zu entdecken gibt, oder? Hier seht ihr den Trophäenpfad. Der geht aber noch viel weiter. Er wurde auch in der neuen Version erweitert. Ah, okay. Kann man da seinen Spielfortschritt sehen, sozusagen? Ja. Da sind die besten Listen, oder? Ja. Insgesamt, also auf der ganzen Welt etwa? Ja, oder regional, also nur in Deutschland. Okay. Ist euer Club da auch schon dabei irgendwo? Wir haben noch keinen Club. Okay. Habt ihr nicht neulich einen Club gegründet? Ja, aber auf dem Handy und nicht auf dem iPad. Ach so. Okay. Und jetzt? Oh, da gibt es eine Freundesliste? Ja. Kann man dann sehen, wenn einer spielt gerade? Mhm. Ah, cool. Und Einladung kann man auch schicken, oder? Ja. Aha. Okidoki. Das war's mit dem Video. Viele Grüße, euer Darf. Ihr könnt uns auch noch kostenlos abonnieren.